Daniel Kübelböck. Daniel Kübelböck kam am 27. August 1985 im niederbayerischen Hutturm bei Passau auf die Welt. Deutscher Sänger und Moderator. 2015 nahm Daniel Kübelböck als Kandidat an der 8. Staffel der RTL-Show Let's Dance teil. Mit seiner Tanzpartnerin Otlil Mabus belegte er den 6. Platz. Bekannt wurde Daniel Kübelböck durch seine Teilnahme an der 1. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Er hatte den 3. Platz belegt. Mit der Single You Drive Me Crazy, produziert von Dieter Bohlen, kam Kübelböck an die Spitze der Charts in Deutschland. Seit dem 9. September 2018 war Kübelböck auf See verschollen. Er ist vor Neufundland von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gegangen. Er war zum Zeitpunkt des Verschwindens 33 Jahre alt. Achim Menzel, der Unterhaltungskünstler, wurde am 15. Juli 1946 in Berlin geboren. Deutscher Musiker und Fernsehmoderator. Achim Menzel nahm an der Tanzshow Let's Dance auf RTL teil vom 9. April bis zum 23. April 2010. Hier tanzte er sich zusammen mit seiner Partnerin Sarah Latton und kam insgesamt auf den 8. Platz. Als Musiker spielte er in verschiedenen Musikgruppen, überwiegend im Schlagerbereich. Ende 1989 erhielt Menzel seine erste eigene TV-Sendung, Achims Hitparade. Achim Menzel starb am 4. Januar 2016 im Alter von 69 Jahren. Die Todesursache war ein schwerer Herzinfarkt. Die Obduktion ergab, dass Menzel an einem nicht erkannten Herzfehler gelitten hatte. Eralp Uzun. Eralp Uzun wurde am 2. Juli 1981 in Berlin geboren. Deutscher Film- und Fernsehschauspieler türkischer Abstammung. Eralp Uzun nahm im Jahr 2007 an der 2. Staffel von Let's Dance teil. Mit Tanzpartnerin Anna-Karina Mossmann schwebte der Schauspieler über das Parkett. Eralp Uzun war unter anderem mit der Kinokomödie Er wett ich will und der RTL-Serie Alle lieben Jimmy bekannt geworden. Er spielte die Serienhauptrolle Jimmy Akadas. Sein Kinodebüt hatte er 1999 mit dem Film Nachtgestalten von Andreas Dresen. Am 11. April 2013 wurde Eralp Uzun in der Wohnung seiner Eltern in Berlin tot aufgefunden. Mit nur 31 Jahren ist er aus dem Leben gegangen. Tim Lobinger. Tim Lobinger wurde am 3. September 1972 in Rheinbach geboren. Deutscher Stabhochspringer, Welt- und Europameister. Tim Lobinger war 2011 Kandidat bei Let's Dance. Mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson belegte er den vorletzten Platz. Tim Lobinger war der erste deutsche Stabhochspringer, der im Freien die 6-Meter-Mark überwand. Im Jahr 2017 wurde bei Lobinger Blutkrebs diagnostiziert. Er unterzog sich in den Folgejahren wiederholt Behandlungen. Tim Lobinger starb am 16. Februar 2023 in München im Alter von 50 Jahren. Lobinger war zweimal verheiratet, mit seiner Leichtathletik-Kollegin Petra Laux und mit Moderatorin Alina Baumann. Der Ex-Sportler hinterlässt 3 Kinder. Heide Simonis. Deutsche Politikerin, Deutschlands erste Landeschefin. 2006 nahm Heide Simonis zusammen mit dem Tänzer Hendrik Höfken am Fernsehtanzturnier Let's Dance. Dies verstand sie als Teil ihres Engagements für das Kinderhilfswerk der UNICEF. Heide Simonis war ein Vorbild für viele in der Politik. Wegen ihrer Schlagfertigkeit war Simonis oft Gast in Talkshows und schrieb mehrere Bücher. Simonis starb am 12. Juli 2023 im Alter von 80 Jahren in Kiel. In den vergangenen Jahren litt sie an einer Parkinson-Erkrankung. Ümit Kulikoglu, Senior-Produktionsleiter der Tanzshow Let's Dance. Ümit Kulikoglu starb demnach am 18. Oktober und wurde 46 Jahre alt.